Die sehen nämlich schon sehr böse aus. Was hat er denn? Recreation. Ja, da steht euer Essen. Oh oh. Bisschen wenig. Heute wird nicht jeder satt. Leider. Ja, der erste Tag ist irgendwie immer kritisch. Was können wir denn noch machen? Hier kommt, wie gesagt, der Workshop hin. Habe ich überhaupt noch Brands? Ja, für Health and Wellbeing. Ja, das ist halt so eine Sache, weil das recht teuer ist. Denn der Doktor kostet 100 pro Tag, das wären 200, weil man muss zwei Doktoren dafür anheuern. Und der Psychologist kostet nochmal 200, das sind 400 pro Tag. Das macht momentan keinen Sinn, dafür ist mein Prison zu klein. Wir werden aber morgen nochmal 8 Leute annehmen, damit wir auch die Zellen hier dann bedienen können. Oder die können wir ja auch bedienen, wenn wir noch genug Zellen. Dann können wir auch zumindest einen Psychologen mal anheuern. Dann können wir mal gucken, was die Leute so alle wollen. Das sieht da irgendwie nicht so gut aus. Die scheinen sehr gereizt zu sein, die Jungs. Na, der ist schon tired. Super. So, hier muss auch mal Paving Stone hin. Flip. Ja, hier ist leider auch wieder... Dort ist nicht weggegangen, warum auch immer. Essen ist vorbei, jetzt ist wieder Freizeit, bevor die gleich wieder ins Bettchen hüpfen. Ich komme da nicht raus. Die scheinen nicht allzu glücklich zu sein. Buh, buh. Ja, ja. Ah, die müssen... Ah, er geht schlafen. Oh, 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 da geht Kloppe los. Klopperei. Dafür gibt es dann direkt hier oben Solitary. Und weil du jemanden angegriffen hast, bist du direkt Maximum Security. Bam. Der Unterschied übrigens, Maximum Security und so weiter, ist, man bekommt für jeden Gefangenen bekommt man 100 von Medium Security, für jeden von Maximum Security bekommt man 150. Jetzt ist irgendwie witzig, man kann die selber aufstufen, wie ich das gerade getan habe, und kriegt dann auch mehr Geld. Ich weiß nicht, ob das vom Spiel so ungefähr gewollt ist. So, der kommt jetzt eine bestimmte Zeit ins Loch, beziehungsweise in eine Zelle einfach. Das kann man später, kann man das noch einstellen, wie lange. Das muss man aber erst researchen. Dann kann man auch mit unterschiedlichen Verstößen unterschiedlich umgehen. Also die können zum Beispiel bei ihrer Arbeit, können die irgendwelche Sachen mitgehen lassen. Und wenn das gefunden wird, kann man da auch diverse Sachen einstellen, die dann gemacht werden. Was ist da mit den Klos los? Wieso haben die hier keinen... Hab ich da vergessen? Tut mir leid. Ich verstehe allerdings echt nicht, wieso die Guards die nicht in ihre Zellen bringen. Das checke ich überhaupt nicht. Normalerweise machen die das so. Muss ich denen jetzt wirklich die Zellen zuweisen? Na dann. Mal geschieht das automatisch. Wieso gehst du denn nicht da unten rum? Ach so, weil da niemand aufschließen muss. Ja, okay. Alles klärchen. So, der Vorarbeiter. Komm schon. Ja. Und da geht das Research los. Hier ist auch noch Pathway. Den hatte ich da eingezeichnet, damit ich die Raumgröße hinkriege. Ich lasse nämlich immer gerne zwei frei, wo viele Leute langlaufen müssen. Weiß nicht, ob das Sinn macht, aber... Ich finde es besser so. Ah, der pennt jetzt auch in seiner Zelle. Ja, alles klar, dann können wir doch hier die Zellen zuweisen. Na, der kommt dahin.
Er kommt dahin. Können die zumindest pennen. Der eine wird jetzt geführt, der andere nicht. Okay. Dann kriegst du hier die Luxuszelle ganz am Ende. Am Ende des Ganges. So. Ah, jetzt wird er doch noch dahin eskortiert. Okay. So, ihr könnt auch schlafen gehen, ihr Idioten. Warum macht er das nicht? Ah, sehr schön, er hat mitgedacht. Sehr gut. Was brauchen wir denn jetzt noch? Visitation. Mal gucken, ob vielleicht kommt ja morgen so eine Family vorbei und will einen von den Losern da mal besuchen. Dann machen wir mal einen Visitation Room und, ja, 6 Stück muss ich da noch nicht hinmachen. So viel Bedarf ist da noch nicht dran, aber 2 sollten es schon sein. Was machen wir denn als nächstes? Nächstes Projekt sollte dann vielleicht doch Medical sein, wenn wir die mehr Gefangenen haben. Sowie auf jeden Fall Prison Labor. Damit ich mehr Kohle reinkriege. Prison Labor ist halt nur sehr teuer. Denn in den Raum muss dann eine Workshop Saw, eine Säge. Die kostet 1500 und das Ding auch 1500. Das ist teuer. Jo, und da ich hier Schiss habe, dass die mir wieder weglaufen. Weil die hier die Wand einreißen. Werde ich einfach mal nur mal so pro forma da ein Zäunchen bauen. Dann kann ich den hier nämlich auch abreißen. Ja, der ist jetzt injured, bis ich hier Medical baue. Wo haben wir das denn? Infirmary. Achso, das muss ich erst erforschen, ja, ist klar. Lieber Warden, dann mach mal hin. Meine Arbeiter rennen alle weg. Nein, tun sie nicht. Gehen jetzt schön den Zaun bauen. So, hier dürfte eigentlich keiner mehr drin sein, das machen wir gleich. Wir können schon mal die Zellen hier fertig machen, fällt mir ein. Das müssen wir auch noch. Eieiei. Das wird ganz knapp vom Geld her. So, Klöchen noch. Dann gehen wir erstmal Zellentüren. Zaun gebaut. Jawohl. Dann können wir den abreißen. Gib mal Kette, Leute. Ich komm nicht rein, ich komm nicht raus. Moment, jetzt müssen wir die Toren, die Türen wieder auf offen stellen. Damit die auch schön überall Zugang haben. Weil die Gefangenen, wenn Sleep Time ist, habe ich noch nicht erlebt, dass die einfach durch die Gegend rennen. Deswegen mache ich die immer auf. Ah, Duschzeit! Da muss eigentlich auch mal jemand bei sein. Hier, Lady, geh mal gucken. Aber bei Duschzeit ist gleich schon vorbei. Da ist nämlich auch immer Gebalge drin. Oh, guck mal, die sind nackig. Der ist injured. Wird das mehr? Stirbt der? One require medical attention. Ja, sehr gut. Health wird ja schon erforscht.
Hier wird auch mal dreckiger. Wobei, man muss sagen, das hier ist ja draußen, hier der Gang. Da brauche ich einen Garten dafür. Ah, Frühstück wird schon fertig gemacht. Gib denn heute leckeres Speck zum Frühstück. Ah, in den Knast will ich auch. Hab ich nicht mal hier. Ich glaube, mir einer Speck zum Frühstück macht. Sauber machen. Das sieht doch gut aus. Juhu, 10.000 Gabe, weil wir das fertig gemacht haben. Die können wir sehr gut gebrauchen. Jetzt kommen auch die nächsten Prisoner. Wieso der nur 15? What the fuck? Was ist denn hier oben los? Was, habe ich denn ein Bett vergessen? Nö. Ach, Moment. Hier Objects. Machen wir alles weg. Was ist denn da mit dem Bett los, Leute? Ah, da kommt es ja. So. Ah, da sind schon die ersten Besucher. Hamels Mother. Und Hamels Father. Wer ist denn Hamel? Ist das einer von den Neuen? Das ist einer von den Neuen. Ja, sicher. Ich komme die direkt besuchen. Ist klar. So, jetzt eskortiert ihr die aber bitte hoffentlich. Ah, da ist schon was gefunden worden. Erstmal durchsuchen. Da ist mir scheißegal, ob du pinkeln musst. Wieso wird der nicht durchsucht? Ach, der wird auf der Zelle, glaube ich, durchsucht. So, das ist abgebaut. Dann könnt ihr ja den Raum hier bauen. Nö? Nö. Da wird er durchsucht. Was hat er denn versucht mit einzuschmuggeln? Hamel. Wenn das eine Waffe ist, wirst du direkt auf Maximum. Ja, sicher, ein Messer. Bäm. Direkt der nächste auf Maximum. Jeder, der Stress macht, wird Maximum Security, damit ich die direkt erkenne. Mach die mal auf. Die fressen nämlich gerade. Sonst hat keiner versucht, mit reinzubringen. Mein Gott, ich bin echt überrascht. Ach, guck mal an. Da ist jemand am Resten. Sehr schön. Health haben wir mittlerweile fertig erforscht. Das heißt, Infirmary kommt dahin. Die Vierecke sind Medical Beds. Das sind hier solche Betten. Die sind halt 2x2. Weil die aber relativ teuer sind, werde ich auch hier nicht jedes. Ups. Nicht jedes Bett bauen. Da reichen erstmal zwei. So, dann holen wir uns hier zwei Doktoren ran. Und machen dann noch ein Office für den Psychologen. Warum hat denn. Ja, der kommt hier rein. Hier kommt der Chief rein. Passt irgendwie besser. Machen wir auch hier einen Stuhl, Aktenschrank und einen, ups, Bürotisch. Oh, die werden immer schön hin und her. Ach, guck mal an. Da haben sie schon gesehen, dass jemand injured ist. Dann rennen die mit der Spritze hinter dem her, kriegt direkt eine Spritze in den Arsch und dann ist er wieder gesund. Da ist das passiert, was ich mir gedacht habe. Die Wand ist weggegangen. Und es sind Bäume gefällt worden. Das ist sehr, sehr, sehr gut. What the fuck, was ist denn hier mit dem Raum? Oh nein! Nein! Oh, der hat den Zaun als Wand gezählt. Oh nö! Jungs, baut schnell die Mauer wieder auf. Da ist irgendjemand. Das habe ich doch genau gehört. Das ist direkt der nächste. Zachary Kennedy, Zack Kennedy. Was hat er denn gemacht?
Someone fell onto his knife 14 times. Jemand ist 14 Mal auf sein Messer gefallen. Ist klar. Ja, das können wir ja jetzt in Anspruch nehmen. Den Psychologen, den müssen wir, glaube ich, erforschen, ne? Ja. Das läuft doch mittlerweile. Was hat er denn hier? Was hat er versucht? Was ist das denn? Eine Schere? Du wirst direkt gebrandmarkt. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich brauche bei der Größe des Gefängnisses alleine schon noch ein Guard. Ja, kommt direkt in Solitary. Mittlerweile sind alle zumindest drin. Lustigerweise laufen die da draußen irgendwie. Ja, die haben sehr viel Freizeit, die Jungs. Haben die jetzt hier mal die Bäume weggeräumt? Ja. Kann ich nämlich hier eine Brickwall bauen. Strom gibt es hier noch nicht. Das ist schlecht. Und ja, wenn die hier das gebaut haben. Tree Stump. Der muss da weg. Dann machen wir auch hier eine Türe rein. Ich hoffe, die bauen die auch. Scheiße, das habe ich schon wieder vergessen, ne? Oh nein, lutscht mir doch die... Ja, er nimmt die Tür. Oh, danke. Oh, da denke ich viel zu selten dran. Hier kommt dann noch der Common Room dran, wo die sich austoben können, wenn die mal Langeweile haben. Da kommen dann so Späßchen rein wie, Telefon. Ich weiß zwar nicht, warum die nach draußen telefonieren dürfen, aber, und Fernseher. Das sind eigentlich auch sehr essentielle Sachen, was die Gemütslage meiner Gefangenen angeht. Das muss da rein. So, der Tree Stump ist weg. Den kannst du auch wegmachen. Bräunisch. Bäume können neuerdings, das war früher nicht so, nur von Gärtnern gesetzt werden, also angepflanzt werden sozusagen. Und dann könnten wir... Sehr schön. Das hier auch wieder wegmachen. Ja, dann können wir eigentlich... Wir haben nur noch 23.000. Ja, mit dem Psychologen kriegen wir ja wieder 10.000. Ich muss auch noch... Die Laundry muss ich auch noch einrichten. Die haben nämlich auch noch schmutzige Wäsche, die Jungs. In die Laundry kommt natürlich... In der Waschmaschine. Haben wir das auch? Ja, zwei. Dann brauchen die einige von diesen Laundry Baskets. Die schieben die hin und her, wo die Wäsche drin ist. Und natürlich die Premium-Tätigkeit in einem Knast bügeln. Ja, die Jungs scheinen mir irgendwie aufgebracht zu sein. Ich glaube, ich muss hin machen, dass ich den Common Room baue. Oh Gott, dazu müsste ich eigentlich... Warte mal, dann machen wir das so. Ach, boah, den Common Room kann ich eigentlich auch volle Möhre bis nach oben durchbauen, oder? Ja, dann lassen wir da extra ein Feld frei. Dann bauen wir den bis hier. Was ist denn da nicht in Ordnung? Die boxen sich hier, Wachen. Scheiße. Nein, die hauen ab. Wieso hauen die ab? Wie können die denn abhauen? What the fuck? Moment.
Scheiße.